Im Oktober habe ich mir einen lang ersehnten Traum erfüllt und habe mich auf in ein Abenteuer gemacht in die Südstaaten der USA. Die Orte, die ich besucht habe, waren Charleston, Savannah und New Orleans. In diesem Video will ich euch die mystisch-spirituelle Seite dieser Orte näher bringen, aber auch ein paar persönliche Erfahrungen und Eindrücke mit euch teilen. Ein Grund, warum ich diese Orte besucht habe, ist insbesondere auch die Natur. Gerade die Umgebung von Charleston hat einiges an zauberhaften Gärten und geheimnisvollen Sumpflandschaften zu bieten. Das hier ist Cypress Gardens. Hier wurde übrigens die Bootsszene aus Wie ein einziger Tag mit Ryan Gosling und Rachel McAdams gedreht. Ein Glück, dass sie nicht von einem Alligator überrascht worden sind, wie es hier sehr gut der Fall sein kann. Rund um Charleston gibt es einige alte Plantagen zu besichtigen. Leider waren sämtliche Aufnahmen innerhalb der Anwesen untersagt. Dafür hier ein paar Eindrücke der prächtigen Gärten. Das hier sind die Gärten der Magnolia Plantation. Warum ich ab und an mit der Kamera schwenke, liegt daran, da ich aufpassen musste, nicht in einem dicken Spinnennetz hängen zu bleiben. Und glaubt mir, die Viecher in Deutschland kann man eigentlich nicht Spinnen nennen. Aber genießt die Aussicht. Doch all der Prunk und die Schönheit hat auch eine dunkle Seite, denn all das wurde durch Sklavenarbeit errichtet. Charleston ist einer der größten Handelspunkte gewesen, über den Sklaven aus Afrika in die USA transportiert wurden. Hier eine Liste aller Schiffe, die von 1711 bis 1858 in Charleston ankamen. Hier haben wir beispielsweise die Greyhound von Heldon Edward, 1730 aus dem Golf von Guinea, mit 437 verschleppten Menschen und 332 angekommenen Sklaven. Über 100 Menschen sind bereits auf dem Seeweg gestorben, da sie auf unmenschliche Art und Weise transportiert wurden. So geht die Liste weiter. In diesen Sklavenkabinen mussten mehrere Personen auf engstem Raum hausen, meist zwei Großfamilien in einem Haus. Hier ein Beispiel einer Werbung, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, auf der mehrere Sklaven zum Handel angeboten werden. So steht hier der Name, das Alter und welche Fähigkeiten die Person zum Einsatz auf einer Plantage besitzt. So zauberhaft und romantisch die Plantagen auf der einen Seite auch sind, so darf die Geschichte dahinter nicht geleugnet werden. Dieser Baum hier ist übrigens 600 Jahre alt, der älteste Baum auf der Boone Hall Plantation. Wie viel er schon gesehen haben muss. Und weil ich sie so sehr liebe, hier noch mehr Bäume. Das, was die Natur der Südstaaten so einzigartig macht, sind die prächtigen Baumalleen und das typisch spanische Moos. Ein spirituelles Highlight auf meiner Reise war der Besuch des Magnolia Cemetery Friedhofs. Das erste Mal, als ich ankam, war ich verwirrt, da es einfach keine Parkplätze rund um den Friedhof gibt. Bis ich dann gesehen habe, dass die Autos auf den Friedhof fahren. Für mich fühlte sich das verdammt falsch an, als ich das erste Mal mit dem Auto über den Friedhof gefahren bin, bis ich dann Herman, den Friedhofswärter, traf und er mir freundlich erklärte, "You can park anywhere you like." Gesagt, getan, habe ich hier neben dem Grab von Hood und Müller geparkt. Gewöhnungsbedürftig, aber dieser Friedhof ist einfach riesig. So groß, dass es Straßenschilder gibt. Dennoch habe ich ihn fast komplett zu Fuß erkundet. Der Friedhof ist einfach eine Augenweide. Er wurde 1850 erbaut und beherbergt Tausende von Gräbern aus dieser Zeit. Einige sind so alt, dass sie schon in sich zusammenfallen und aus der Erde ragen, als würden sich die Toten daraus erheben. Viele majestätische Statuen und Mausoleen sind hier zu finden.
Diese Pyramide hat mich magisch angezogen. Solche prächtigen Mausoleen konnten sich nur die Reichen leisten. So ist dies das Familiengrab eines reichen Bankers. Als ich mich dem Tor genähert habe, ist es mir tatsächlich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Übrigens sind die Südstaatler ganz anders als der Rest der Amerikaner. Neben ihrer allgemein bekannten Gastfreundschaft und Freundlichkeit sind viele spirituelle Menschen unter ihnen, die fest an das Übernatürliche glauben. So kann man auch hier Geistertouren und sogenannte Geisterjagden über den Friedhof machen. Und ich muss sagen, ich war ein wenig skeptisch, aber irgendetwas ist da dran. Ich habe diesen Friedhof insgesamt 3-mal besucht und jedes Mal habe ich mich trotz seiner Schönheit ausgelaugt gefühlt, schlichtweg überwältigt von all der Masse an Tod und Seelen, die hier versammelt ist. Nach Charleston habe ich mich auf den Weg nach Georgia Savannah gemacht. Eigentlich nur als ein Zwischenstopp vor New Orleans geplant, habe ich mich ein Stück in diese Stadt verliebt. Savannah ist für mich die Stadt der Begegnung. Obwohl sie eine Großstadt ist, hat man das Gefühl, in einer Kleinstadt zu sein. Die 4 Tage, die ich hier verbracht habe, habe ich einige Menschen fast täglich wiedergesehen. Es ist irre. Eine Begegnung hier am Brunnen des Forsyth Park hat mich sprachlos gemacht und mir mal wieder bewiesen, wie klein die Welt doch ist. Hier traf ich eine Gruppe aus Austauschschülern und Lehrern aus der kleinen Nachbarstadt meines Heimatorts in Deutschland. Aber genauso ist Savannah und man muss selbst mal herkommen und es erlebt haben. Überall freundliche, entspannte Leute und Jazz. Man trifft sich im Park und kommt ins Gespräch mit anderen Menschen. Auf einer Tour, die ich durch die Stadt gemacht habe, wiederholte die Fahrerin mit dicken Südstaaten-Akzent ständig: "You never know who you're gonna meet in Savannah." Und genau das beschreibt den Flair dieser Stadt am besten. Wenn ihr einen authentischen Eindruck von Savannah bekommen wollt, empfehle ich den 90er-Jahre-Film Mitternacht im Garten von Gut und Böse mit John Cusack, Kevin Spacey und Jude Law. Dieses prächtige Anwesen, das Mercer House, werdet ihr in dem Film wiedererkennen. Die Straßen und Häuser von Savannah sind ein Traum. Lasst mich euch ein Stückchen mitnehmen. Typisch für Savannah sind auch die vielen zauberhaften, versteckten Gärten und Innenhöfe. Und hier ein wenig liebevoll arrangierte Herbstdeko. Und auch hier sind Geistergeschichten und Spukhäuser ein Muss und eine Normalität. So habe ich hier eine Tour gebucht. Natürlich wurde das ganze Thema auch ein bisschen aufgepusht. So wurden einige der Gruselgeschichten mit vollem Einsatz rübergebracht. Aber als ich dann durch eines der Anwesen getourt bin, wo es angeblich spuken soll, habe ich zwar keinen Geist gesehen, aber definitiv etwas Spookiges gespürt.
Die Puppen waren definitiv der verstörendste Part. Aber die Spooky-Tour hat mich nicht von meinem nächtlichen Spaziergang abgehalten, um einige Anwesen im Dunkeln zu bewundern. Auch hier sind viele sehenswerte Friedhöfe, wie beispielsweise der Bonaventure Friedhof, der allerdings noch schön geordnet war, ganz anders als der Magnolia Cemetery in Charleston. Was mich hier überrascht und anders war, war die hohe Anzahl an jüdischer Gräber. In Savannah treiben sich auch einige Hexen herum. Diesen Laden muss ich euch einfach zeigen. Der Hammer, Conjury. Hier gibt es alles, was eine gute Hexe braucht. Darunter jede Menge Tarot- und Orakelkarten. Ein Traum. Und gruselige Gläser mit Tieren drin dürfen auch nicht fehlen. Doch auch Savannah, das spanische Moos und die prächtigen Eichenalleen musste ich irgendwann schweren Herzens verlassen. Doch was mich dann in New Orleans erwartete, war mehr als ich erwartet hatte, viel mehr. Und diese Stadt setzte allem an Folklore, Grusel und Spuk und alles, was ich über Vampire, Hexen, Geister, Dämonen, Voodoo und Magie gehört hatte, die Krone auf. Doch dazu im kommenden Teil 2 mehr.